Frederik Braun, Gerrit Braun, herzlich willkommen beim Hamburger Abendblatt. Was gibt es 2024 Neues im Miniaturwunderland? Das ist genau das, was wir uns fragen. Im Wunderland gibt es ja immer schöne Sachen, das ist das Gute, anders als in der ganz großen, komplizierten Welt. Gerrit ist hoffentlich mit seiner Formel 1 bald fertig und dann gibt es im April eine riesengroße Monaco-Eröffnung. Das hoffe ich auch sehr. Wir sind seit 10 Jahren da dran von einer kleinen Idee, kleine Formel 1-Autos müssten ein Rennen fahren hinzu. Ja, 10 Jahre jetzt schon. Die Idee ist, wir haben es immer gesagt, zu gut, um sie zu canceln. Es läuft auch schon zu gut. Und es fehlt aber noch das Quäntchen, das letzte Quäntchen, um es auch zu eröffnen. Heißt das, dass ein Rennen stattfinden wird im Miniaturwunderland? Ja, es wird Formel-1-Rennen geben mit diesen ganz kleinen Autos. Und der Ausgang ist ungewiss und Überholmanöver und alles. Also wir haben da zu den Sternen gegriffen. Und ich hoffe, dass wir da nicht bestraft werden für, sondern dass wir das im März, April, Mai irgendwann fertig kriegen. Und es gibt einen Film über das Miniaturwunderland, der sogar in die Kinos kommen soll. Können Sie uns dazu was sagen? Das ist ganz verrückt. Vor 2 Jahren haben die angefangen zu drehen. Die haben ja 1,5 Jahre bei uns gedreht und ich habe mir gedacht, Kino, Wunderland, Kino, boah, Wahnsinn. Mich selbst auf der Leinwand zu sehen, fühlt sich das gut an. Wir haben ihn gesehen auf dem Filmfest und das ist ein unfassbar emotionaler, großartiger Film geworden mit fantastischen Bildern über das Wunderland. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, dass er bundesweit wirklich in die großen Kinos kommt am 7.3. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich hoffe inständig, dass wir es schaffen, mit einer Dokumentation, es ist ja so eine Art Dokumentation, in die Kinocharts zu kommen. Das ist eigentlich unmöglich, aber er ist so toll geworden, dass ich da fest dran glaube. Also wer es sieht, unbedingt ins Kino gehen, das ist ganz toll. Gibt es noch weitere Erweiterungspläne, die Sie haben für 2024 oder die nächsten Jahre? Sie haben den Sprung über die Elbe, hätte ich beinahe gesagt, geschafft. Sie haben noch anderes erweitert. Sie können die Zuschauer bzw. die Gästezahlen kaum noch toppen oder doch noch? Also wir können sie nur toppen, wenn wir mehr Platz haben. Und mehr Platz haben wir mit neuen Bauabschnitten. Wir bauen an 3 Abschnitten gleichzeitig. Monaco wird jetzt gerade fertig. Wir bauen aber auch schon am Regenwald. Ein riesengroßer Abschnitt, der 2 Etagen verbindet miteinander. Und wir bauen einen ja, also fast so wüstenmäßigen Abschnitt. Chile, Atacama-Wüste und so. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Es wird nicht mehr 2024 fertig werden, aber 2025 könnte also wieder ein sehr spannendes Jahr werden, wenn sogar 2 Bauabschnitte fertig werden. Also wir werden so lange weiterbauen, solange es geht und der Platz noch da ist, weil nur reparieren, pflegen und Wartung ist langweilig. Neubauen macht Spaß und deswegen, das lassen wir uns nicht nehmen. Aber trotzdem muss die Anlage gepflegt werden. Wie viele Mitarbeiter haben Sie im Moment da, die sowohl bauen wie entwickeln, als auch die Anlage jeden Tag maintain in Schuss halten? Also wir haben zwar inzwischen über 400 Leute, die für uns arbeiten, aber ungefähr 100 sind mit Bau und Pflege beschäftigt, die also wirklich Züge reparieren, die Anlage sauber machen, Bäume auswechseln, Figuren wieder hinstellen, die geklaut wurden und neue Abschnitte bauen. Das sind ungefähr 100 Leute. Sie haben auch ein karitatives Herz, das kann man nicht anders sagen. Was haben Sie da geplant in diesem Jahr oder was können Sie sich vorstellen, dass Sie das auch Bedürftige, die nicht ganz so das große Portemonnaie haben, das Miniaturwunderland sehen können? Ja, ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Wir haben Januar. Im Januar machen wir immer unsere Aktion, kann ich mir nicht leisten. Da geht man an ausgewählten Terminen immer einfach an die Kasse, wenn man selbst für sich entschieden hat, dass man sich das nicht leisten kann und sagt, ich kann mir das nicht leisten und kommt umsonst rein oder legt ein Zettelchen hin. Und das ist großartig. Wir werden zwar immer beschimpft, dass die Leute uns nur ausnutzen werden, alle Sozialschmarotzer und sonst irgendwas. Man kann denen doch gar nicht vertrauen, ihr müsst einen Nachweis verlangen. Nee, muss man nicht. Man kann den Menschen vertrauen. Und sich da an die Kasse zu stellen, ist ehrlich gesagt das Schönste überhaupt. Da gibt es weinende Kinder, die sich freuen, weil sie sonst das Wunderland nicht hätten sehen können. Und ja, da geht im Januar mein Herz ganz doll auf. Und ich kann nur jedem sagen, es gibt ja auch bei uns wirklich im Januar mal Platz. Da verreisen nicht so viele Menschen. Da ist nicht ganz lange Wartezeit werktags. Und da kam uns diese Idee damals. Das gibt es in Tierparks, das gibt es vielleicht in Kinos, in Theatern. In ganz vielen Institutionen gibt es auch mal diese Momente, wo es nicht so voll ist. Einfach mal diese Momente nutzen, Menschen, die es sich vielleicht nicht leisten können, umsonst reinlassen, das macht das Herz richtig froh. Und wie macht man es? Schaut man auf die Website, wann diese Aktionen sind oder wie funktioniert das? Am besten auf die Website schauen oder bei Facebook, YouTube, Instagram, da sind die Termine und wenn einem der Spruch nicht so leicht über die Lippen geht, nach dem Motto, hey, sorry, ich kann mir das nicht leisten, irgendein Zeichen geben, wir werden das schon verstehen. Und das ist ein subjektives Gefühl. Das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie fragen, ob man Bürgergeld empfängt oder ähnliches, irgendeinen Ausweis zeigen, sondern wenn man es nicht geschafft hat, den Porsche abzubezahlen und da fehlen die 15 Euro Eintritt für uns, dann kann man sich das halt nicht leisten. Sag das bei uns, kommst du umsonst rein. Vielleicht nicht den Porsche vor der Tür parken.